Moin Leute, ja, herzlich willkommen. Es geht weiter mit der nächsten Folge. Und ja, wir machen weiter. Wir sind fleißig am Mais wegfahren. Wir sind fleißig am Ernten vom Getreide. Wir und alles andere machen wir natürlich auch fleißig. So, den hier werden wir auch fleißig mal befüllen mit dem Mais. Da werden wir dann fertig werden. In Kürze. Okay, das ist natürlich ungünstig. So, mal gucken, ob er da irgendwie jetzt vorbeikommt. So, da müssen wir mal bei. Und dann können wir vielleicht das mit dem Getreide schon in dieser Folge abschließen. Das wäre ja schön. Ja, mal gucken, ob der das packt. Der Mähdrescher. So, wunderbar. Einmal entleeren. Und der andere ist noch nicht da. Was ist denn da los? So, der auch weiterfahren. Oh. Ja, jetzt weiß ich, warum der noch nicht da ist. So, das kann jetzt hier lustig werden. Aber ich hätte den schon ganz gerne jetzt hier vorne an. Den mit der Spritze, damit wir hier, damit die sich jetzt gleich nicht mehr in die Quere kommen können. Gucken wir mal, bei der Spannbreite, also da dürfte es denn keine Probleme geben. So. Können wir eigentlich mal wieder hier ein bisschen Stroh sammeln? Oha. Ah, oh, können wir noch durch? Oh. Okay, dann machen wir das eben doch nochmal ganz kurz. Hat er gepasst vom Timing her? So, noch mal ein bisschen Futter. Haben ja jetzt nur 215.000. Mal gucken, wann wir da am Limit angekommen sind und da nichts mehr reingeht. So, aber noch geht's scheinbar. So, die mussten unbedingt mit.
super, jetzt haben wir den gleich vor uns. Ach, scheiße. Tun einfach so, als wäre er nicht da gewesen. So, finde ich gut, dass man die einfach so wegschieben kann. Gibt wahrscheinlich Ärger, wenn Feierabend ist. So, ich habe das Gefühl, dass der Mähdrescher gleich voll ist. Ja, das Gefühl hat mich nicht getrübt. Getrügt, betrogen. So, den können wir eben schon mal hochfahren. Brauchen wir es gleich nicht machen. Denn das hat jetzt so ein bisschen Priorität, damit wir mit dem Mähdrescher noch in dieser Folge, wenn es geht, fertig werden mit dem letzten Feld. Dann ist der schon mal weg. So, warum fährt er nicht weiter? So, jetzt dürfte er aber weiterfahren. Jo. So, und dann Stall F, Getreidesilo. So, die ersten paar Meter mal selber fahren bis zur Kreuzung. So, das packt er ja wohl jetzt, oder? Rechtskurve? Okay. Ich vertraue ihm. So, hier. Der letzte Mais. Kommt weg. Kann man eigentlich auch einen gemischten Anhänger machen? Nö. So, der kann auch weiter. Und der hier ist quasi fertig. Stellen wir mal hier ab. Stört er nicht. So, und da müssen wir gleich aufpassen, sonst ist da gleich eine Spur weg. Beziehungsweise eine halbe Spur, mehr ist es ja nicht. So,
So, und dann nehme ich hier noch ein bisschen was mit. So, und so langsam wird es auch wieder ein bisschen dunkel. So, da gibt es wieder einige Curse Plays, wo wir mithelfen müssen. Angefangen hier. So, Stall F, Getreidesilo, Getreidesilo, Kuhstall F. So, und dann müssen wir die Bahn abfahren lassen. So, tschüss. Und bis später, bis zur nächsten Fuhre. Ich hoffe, ihr nehmt auch irgendwann nochmal 1,4 Millionen Liter Kartoffeln mit. Und da verschwindet er. In der Dunkelheit. Ja, 140.000. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür das war. War das für den Mais? War das alles? So, und wie unfassbar viel hier reinpasst, 256.000, und es ist kein Ende in Sicht. Und so lange werden wir natürlich auch weitermachen. So, und in dieser Folge werden wir es doch noch nicht schaffen, eine werde ich dann noch dranhängen. Dranhängen müssen. Nein, ich glaube, das wird nix. Scheiße. So, ja, nee. Dass ich auch davon ausgehe, dass das klappen könnte. So, dann drehen wir halt hier vorne.
Ach, guck an, und hier ist das erste schon wieder fertig. Juhu, ich freue mich ja so. Ja, ist natürlich ein hartes Programm, ne? Wir müssen ja nicht zwingend das so machen. Wir brauchen eigentlich viel dringlicher Heu. Wie gesagt, dadurch, dass wir halt spulen, ist auch alles immer relativ schnell fertig. Das ist ein Vorteil. Kann aber auch stressig sein, aber uns geht's, ja, wenn wir es hier wirklich schnell machen und das mit dem Wachstum, das dann auch schnell ist, also ich habe das ja schon auf langsam eingestellt. Der Vorteil da ist dann allerdings, dass wir, hier muss ich mal eben kurz eingreifen, der Vorteil da ist dann allerdings, dass wir halt auch viel Geld dann verdienen. Durch die Milch. Und das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir hier eben nochmal kurz diese Linie und die nächste ab und dann sehen wir uns, machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge und dann sollte das mit der Ernte abgeschlossen sein. Und ja, Mais haben wir auch fertig, ist ja auch schön. Und ja, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Und natürlich gerne auch immer einen Daumen hoch da lassen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Wäre sehr nett von euch. Und ja, nächste Folge machen wir hier an dieser Stelle weiter. Und dann, ja, wir werden natürlich, wenn wir das mit dem Stroh fertig haben, dann werden wir erstmal Heu reinholen müssen. Sonst geht uns das nämlich ab. Wollen wir ja auch nicht, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann, Leute. Tschüssi.